Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wie ihr seht, ich bin grün. Das ist in diesem Fall jetzt entscheidender als sonst. Wenn ich sonst grün bin, ist es egal. In diesem Fall habe ich jetzt ein neues T-Shirt. Und zwar ist das ein Mischgewebe aus Merino-Wolle und Lyocell oder auch Tencel genannt. Und da bin ich erst neulich drauf gestoßen worden. Da gab es tatsächlich mal was Brauchbares von Galileo, schon mal gehört wahrscheinlich, gibt es ja auch im Fernsehen. Ne? Die hatten einen Bericht gemacht über eben entsprechend Woodshirts, also T-Shirts aus Holz, und hatten die auch verglichen und so weiter und so fort. Das war ursprünglich, also die eigentlichen, das gab es schon vorher, aber die damit jetzt mehr oder weniger durchgestattet sind, so sehr, dass man das noch nicht mal mehr kaufen kann in den gängigen Größen, weil sie alle ausverkauft sind, ist die Firma Wild, irgendwie komisch geschrieben. Jedenfalls, die machen Woodshirts, also T-Shirts aus Holz. Ja, und Lyocell, das ist also auch das, woraus 50% von diesem Ding hier sind, das ist quasi eine Faser aus Holz. So, und nachdem ich jetzt rausgefunden habe, dass die gibt, muss ich ja wirklich schändlich gestehen, dass ich das nicht wusste, gibt es aber auch erst seit 2006, glaube ich, wurde die erfunden oder irgendwie sowas und wird seit 2011 überhaupt erst industriell hergestellt, irgendwie sowas. Ne? Also gibt es jetzt auch noch nicht so lange, muss ich ja auch erst durchsetzen. Es gibt derzeit auch weltweit gerade mal 3 kommerzielle Fabriken, die das also in einem kommerziellen Maßstab herstellen, das Zeugs. Eine in den USA, eine in... War es Skandinavien? Ich weiß es gerade nicht mehr. Und eine in Österreich. So, jedenfalls so viel kurz zum Hintergrund von dem Zeug. Es gab bisher schon einen auf Holz basierten Faserstoff, mit dem man Textilien hat herstellen können. Der hat sich jetzt aber für normale Tragebekleidung, also ne, T-Shirts, Hosen, sonstiges, nicht durchgesetzt. Und der nennt sich Viskose. Viskose sicherlich schon mal gehört. Das gibt es vor allen Dingen auch als Hygienepapier. Hygienetüchlein, irgendwie sowas, wo man halt eben nicht wirklich papieren möchte, sondern schon eher ein textiles Tüchlein oder auch als Wischtuch für Reinigungszwecke und solche Späße. Also da hat sich Viskose entsprechend relativ gut etabliert am Markt. Viskose ist von den Eigenschaften her relativ ähnlich wie dieses Lyocell-Zeug, was ich jetzt hier anhabe, aber es gibt, und da muss ich jetzt mal kurz noch mein Büchlein zu Rat ziehen, damit wir dann nachher den roten Faden finden. Ich bin ja gerade frisch aus Grönland zurück. Ich brauche jetzt erstmal noch ein Büchlein, um rote Fäden zu finden. Ja, da, okay. Dass da nicht irgendwie hier der Federteufel sich einschleicht und so weiter. Ja, aber jedenfalls der Unterschied zu Viskose beim Lyocell ist, Lyocell braucht lediglich ein einziges Lösungsmittel, um eben aus Holz, Wasser plus mechanische Bearbeitung und dann eben nur eine einzige Chemikalie, und die ist relativ unkritisch, um eben daraus dann diese Faser herzustellen. Bei Viskose braucht man eine Vielzahl von gesundheitsschädlichen, umweltschädlichen und schwierig zu aufzubereitenden und wieder zu recycelnden und sonst irgendwie zu entsorgenden Chemikalien. Da ist also die Herstellung deutlich umweltbelastender, als das bei dem Lyocell bzw. Tencel der Fall ist. Jetzt einigen wir uns mal auf einen Begriff und nennen es ab sofort Lyocell, weil so heißt das eigentliche Material, aus dem das Garn ist. Das fertige Produkt hat den Markennamen Tencel. Ja, momentan gibt es nur einen einzigen Hersteller von dem Zeug, deswegen ist Tencel das einzige Lyocell-Material, was man derzeit kaufen kann oder irgendwie bekommen kann. Und wie das genau hergestellt wird, wissen auch nur die. Und dementsprechend gibt es da momentan noch ein Monopol, was nicht schlimm ist, weil es handelt sich um einen noch sehr, sehr kleinen Wirtschaftszweig und von daher braucht man sich da eigentlich keine großen Sorgen machen. Ne? Gut, jetzt fange ich aber mal vorne an. Übrigens, wenn es im Hintergrund sägt, das ist meine Verlobte, die der Meinung ist, was machst du da? Sägen. Ja, Sägen haben wir mitgekriegt. Kistchen basteln. Ach ja, stimmt, die will... Schmuckkästchen. Sie will Schmuckkästchen selber basteln und deswegen ist sie im Hintergrund am Sägen. Gut, Frauen. Jedenfalls. Was? Hast du gerade Frauen geschimpft? Nein, würde ich niemals tun. So,
Jedenfalls, jetzt kommen wir wirklich mal hier der Reihe nach. Also, Lyocell, Tencel Zeugs hat folgende angeblichen Vorteile und so wurde das auch da in diesem Galileo-Bericht, ich habe natürlich ein bisschen weiter gelesen, als nur diesen Bericht angeguckt zu haben, dargestellt, dass es nämlich angeblich super atmungsaktiv sei, angeblich überhaupt nicht müffelt. Ehrlich gesagt, ich habe das Ding noch nicht so lange, um das zu beurteilen, aber ich glaube da schon. Merino-Wolle stinkt auch sehr, sehr spät und die technischen Eigenschaften von Lyocell sind quasi 1:1 mit Merino-Wolle vergleichbar. Also es ist ganz, ganz, ganz ähnlich. Nicht müffelnd, sehr weich und eine seidige Textur. Also das mit der seidigen Textur kann ich schon mal bestätigen. Das fühlt sich unglaublich angenehm an auf der Haut. Ist wirklich ein kuschelig weiches T-Shirt. Ist quasi fast, als hätte man ein Seide-T-Shirt an, nur dass es halt relativ stabil ist. Ich kann natürlich noch nichts zur Langzeit-Trageeigenschaften sagen, wie lange das jetzt nun wirklich tatsächlich hält. Ob sich das jetzt nach 5 Jahren Tragen immer noch so aussieht wie neu oder ob das ähnlich wie ein reines Merino-Shirt, weil die halten nicht sehr lange, da habe ich schon eins verschlissen. Nach ein paar Jahren tragen die ersten Löcher auftreten, dann irgendwann siehst du auch der Flickenteppich. Das ist dann auch nicht so schön. Also rein Merino würde ich nicht mehr anziehen wollen. Was ich ja noch besitze an Merino-Klamotte, ich habe auch noch Merino-Socken übrigens, das nochmal als Bericht. Merino-Socken sind dahingehend scheiße, weil die sich unglaublich schnell abnutzen. Klar sind die am Fuß erstmal kuschelig, aber wenn man die wirklich zum Wandern anzieht, dann sind die ganz schnell durch. Ich habe noch Schurwolle mit Polyester oder irgendeinem Kunstfaser drin. Socken von Falke, die sind aus dem Jahr 2000. Ja. 2000, 00, ne? Also 2000 ohne irgendwas. Und die sind immer noch, okay, inzwischen gebe ich zu, sind sie nicht mehr ganz wie neu. Aber die kann man noch anziehen. Die kann man echt noch anziehen. Die haben keine Löcher. Ja, und das im Vergleich zu diesen ollen Merino-Socken, die ich im Jahre 2015, glaube ich, geschenkt bekommen habe. Und inzwischen sind sie durch. Die kannst du eigentlich im Grunde nicht mehr wirklich anziehen. Außer halt als Hausschuhsocke oder irgendwie sonst wie. Also, da muss man noch dazu sagen, das T-Shirt, was ich hier jetzt anhabe, wie gesagt, das ist 50% Merino-Wolle und 50% eben dieses Lyocell-Material. Das ergänzt sich sehr gut, weil beides von der Textur her nahezu identisch ist, vom Gefühl, vom Trageverhalten her. Vor allem das, was ich recherchieren konnte zum reinen Lyocell, was du nicht kaufen kannst. Also es gibt momentan nirgendwo, ich habe recherchiert, ein Kleidungsstück, das aus reinem Lyocell besteht, was man kaufen könnte. Ja, die sind immer ein Mischgewebe. Entweder mixt du Baumwolle rein, du kannst irgendwelche Kunstfasern reinmischen, also Polyester zum Beispiel, oder eben Wolle, wie jetzt hier in meinem Fall. Das sind so die drei wesentlichen Möglichkeiten. Und das ist von VD, wie man hier sieht, wenn man dieses Symbolchen hier kennt. Hat gekostet, war gerade reduziert, 40 Euro, 41,23 oder irgendwie sowas. Würde normalerweise 50, 55, 60, irgendwie sowas um den Dreh kosten. Und ja, wird sich zeigen, ob es das wert ist. Aber ich wollte unbedingt so ein Ding mal angefasst haben, bevor ich über die Thematik spreche. Und kann es aber auch nicht warten, bis ich so lange getragen habe, dass ich jetzt eine Langzeitbefahrung oder sonst was abgeben kann. Und außerdem kann ich dann ja auch nur eine Langzeiterfahrung zu Lyocell Merino-Wolle Mischgewebe abgeben. Übrigens, Thema Merino-Wolle, vielleicht um das nochmal kurz aufzugleichen, dann komm ich wirklich zum Punkt, ja? Dann gehen wir wirklich zurück zum Thema und dann gibt es auch einen roten Faden. Merino-Wolle hat ja den Nachteil, wenn du die billig kaufst, dann kriegst du sie von Schafen, denen man die Falten am Hintern weggeschnitten hat, beim lebenden Schaf. Und das ist entsprechend nicht so schön für die Schafe. Und das kann man durchaus nicht ganz zu Unrecht als Tierquälerei ansehen. Das Problem ist, die Zuchtschafe, die hochgeschüchterten Schafe, die besonders viel Wolle produzieren sollen, können deswegen viel Wolle produzieren, weil sie besonders viele Falten in der Haut haben, damit sie halt insgesamt dann in den Falten mehr Hautoberfläche haben und damit dann logischerweise auch mehr Wollvolumen produzieren, weil pro Haut wächst halt entsprechend mehr Wolle. So, und besonders viele von diesen Falten haben sie dann am Hinterteil. Und am Hinterteil, das neigt es nun mal dazu, dass da hin und wieder mal gelegentlich Keime vorbeiwandern. Und dadurch, dass die dann in diesen ganzen Falten hängen bleiben, verkeimt einen normalen Hochleistungszuchtschaf eben der Hintern.
Und das heißt, man muss entweder dem Schaf Antibiotika geben oder man muss das Schaf regelmäßig manuell da hinten reinigen oder man braucht irgendeine alte Schafrasse, die weniger Wolle produziert, weil sie diese Hautfalten nicht hat und dementsprechend gar nicht notwendig ist, da hinten irgendwie diese Falten wegzuschneiden. Oder halt eben die tierunfreundliche Variante, man rasiert denen quasi ein Stück Haut am Hinterteil weg. Es ist irgendwo dahingehend vielleicht nicht ganz so schlimm, beziehungsweise vielleicht ist zu rechtfertigen, das muss jeder selber für sich ethisch, moralisch wissen, dass es dem Schaf im Grunde gut tut. Aber noch besser wäre es natürlich gar nicht erst ein Schaf gezüchtet zu haben, bei dem das notwendig ist. Ja. Oder eben man macht das Schaf wirklich regelmäßig sauber oder verwendet da irgendwelche Materialien, mit denen man ein Schaf dann einpudert oder ich weiß es nicht. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich habe mich jetzt auch nicht so sehr mit der Thematik auseinandergesetzt. Das ist nur das, was mir jetzt gerade spontan vom Hirn geliefert wird, was ich zu dem Thema sagen kann. Ich habe jetzt auch gar kein Handy dabei, um noch rumzugoogeln. Ich weiß auch gerade nicht, wie das Prozedere heißt. Das hat einen bestimmten Namen, aber den kann ich euch einblenden. Den gucke ich dann im Schnitt nach. Und wenn ich jetzt irgendwas ganz Wesentliches vergessen habe, dann geht es das noch per Voice-Over. Aber ich glaube, das war es im Wesentlichen. So, und wenn man Merino-Wolle kauft, reguläre, wo nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass es Merino-Wolle von Schafen ist, bei denen man nicht den Hintern abrasiert hat, dann ist es wahrscheinlich welche, ja, wenn nicht explizit darauf hingewiesen wird. Das hier ist welche ohne Schafleid. Trotzdem muss man sagen, immer wenn man Merino-Wolle-Produkte kauft, sollte man sich im Hinterkopf behalten, das mag ja ein Naturprodukt sein. Ja, das ist ja gar kein Thema. Natürlich ist das ein Naturprodukt. Und das fühlt sich sehr öko an. Und gegebenenfalls will man ja gerne mit Naturprodukten in den Wald rennen, weil man einfach das Gefühl hat, dass man dann natürlicher unterwegs ist. Aber Wolle hat eine scheiß Ökobilanz, weil dadurch, dass das Vieh halt wirklich relativ lange grasen muss und relativ lange die Landschaft zupupst und der Ressourcenaufwand für Viehhaltung eben nun mal sehr, sehr groß ist, hat Wolle eine scheiß Ökobilanz. Was vom Tier kommt, hat eigentlich immer eine scheiß Ökobilanz. Milch, Käse, Fleisch erst recht. Das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Ich sage jetzt nicht, dass das furchtbar schlimm ist, wenn man sich ein Merino-Woll-T-Shirt kauft oder Pulli oder was auch immer. Oder Unterwäsche. Vor allen Dingen Unterwäsche ist ja sehr beliebt. Aber das sollte man einfach im Hinterkopf behalten. Ja, das muss man wissen. Super, super öko ist die nicht. Die muss man sehr, 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 sehr lange verwenden, um dann eben die Kosten quasi, die Ressourcenkosten, die die Herstellung benötigt hat, durch das Schaf, ja, aber auch ein Schaf ist quasi ein kleiner Bioreaktor, muss man lange, lange, lange eben das tragen, um das zu amortisieren. Aha, und Anon, na, egal. So, aber jetzt kommen wir wirklich zurück zum Thema, ne? Also, diese Tencel-Faser, die wird in Österreich hergestellt und das Schöne ist jetzt, das ist nicht wirklich völlig zu Recht als Holzfaser zu bezeichnen. Man nimmt dafür vorzugsweise Buchenholz, man könnte auch andere Laubhölzer nehmen. Was nicht geht, ist Nadelholz, weil da eben das Harz dann drin ist, das müsste man erst rausholen. Dann wäre die Herstellung nicht mehr so öko, wie sie momentan gerade ist. Man braucht also zwingend irgendein Laubholz. So, vorzugsweise Buchenholz eben, das können auch sehr schlechte Qualitäten sein. Zum Holzaspekt kommen wir später noch, das ist noch ein eigenes Thema. Deswegen fasse ich das jetzt mal kurz. Gut, wir haben generell einen viel geringeren Ressourceneinsatz, um zum Beispiel Baumwolle herzustellen. Baumwolle ist das zweitmieseste, beziehungsweise ungefähr genauso mies, wenn wir von konventioneller Baumwolle reden, wie Schafwolle, was den Ressourcenverbrauch angeht. Baumwolle wächst ja nur quasi am Äquator, mehr oder weniger, nur in den Subtropen und Tropen, vorsichtig ausgedrückt, je nachdem welche Region jetzt genau, braucht dort einen Haufen Wasser und das meistens in Regionen, wo Wasser eben knapp ist. Ne? Bisher zumindest konnte man sagen, Wasserverbrauch ist in Regionen wie Deutschland ziemlich scheißegal. Ja? Wir haben ein humides Klima, das heißt feucht, das heißt Wasser spielt eigentlich keine Rolle. Wenn wir jetzt also hier irgendwas machen, irgendeine Landnutzungsform und die benötigt Wasser, ist Wurst, ist genug da. Bisher zumindest. Ja? Mag sein, dass sich das noch ändert. Wenn man hingegen in den Tropen, beziehungsweise den Subtropen, insbesondere den etwas trockeneren Subtropen, die gibt es ja quasi in halbwüstenförmig, in relativ nasse, gemäßigte Subtropen und so weiter, da kann man jetzt verschiedene Kategorien und verschiedene Begriffe rausschmeißen, das muss jetzt gar nicht sein. Jedenfalls, in dem Teil, wo die Baumwolle wächst, ist Wasser eben nicht im Überfluss vorhanden und Wasser dort zu nützen, bedeutet immer Wasser wirklich zu verbrauchen quasi. Wo Baumwollplantagen sind, kann es sein, dass irgendwelche Bächlein
Kleinen versiegen, bevor sie im nächsten größeren Fluss ankommen, weil das Wasser komplett für die Baumwollproduktion drauf geht. Es ist zwar jetzt kein Beispiel mit Baumwolle, aber man kann ja zum Beispiel diverse große Flüsse in Amerika inzwischen nicht mehr ins Meer fließen sehen, weil sie für die amerikanische Landwirtschaft in Regionen, wo normalerweise nichts wachsen würde, wenn man dann nicht industriell wirklich so richtig krass das Wasser aus dem nächsten großen Fluss hinleiten würde, da wächst jetzt was, aber dafür kommt der Fluss nicht mehr am Ozean an. Ja, riesige Flüsse, die nicht mehr im Ozean ankommen. Also das nur mal so als Beispiel. Und die Baumwollproduktion, die ist in ähnlichen Kategorien quasi anzuordnen. Also Ökobilanzierung, ökotechnisch für den Ressourcenverbrauch des Planeten. Das hat überhaupt nichts mit Klimawandel zu tun. Ja? Es geht einfach nur um Ressourcenverbrauch. Wir sind ein Planet, der hat eine endliche Menge an Ressourcen und davon kann man so und so viel nutzen. Und wenn man davon zu viel nutzt, dann sind sie irgendwann alle. Ne? Ganz einfache Rechnung und dementsprechend ist Baumwolle ziemlich scheiße. Jetzt gibt es die Alternative, Bio-Baumwolle. Bio-Baumwolle pflanzt man nur da an, wo sie natürlich vorkommen kann, ohne großartig bewässert zu werden. Das ist an sich toll und dann ist es auch ein super nachwachsender, natürlicher Rohstoff und an Bio-Baumwolle ist eigentlich sehr wenig auszusetzen. Das ist durchaus was durchaus nachhaltig ist. Einziger Haken noch, dass es halt nicht bei uns wächst, das Zeug, und man es halt dann auch sonst wo importieren muss. Das heißt, wir haben immer noch die Logistikkosten an Ressourcenkosten sozusagen. Aber ansonsten wäre Bio-Baumwolle toll. Warum gibt es nicht nur noch Bio-Baumwolle? Also A, ist die natürlich viel teurer und B, hat die noch den entscheidenden Nachteil, davon gibt es nicht genug. Die Anbaufläche für Bio-Baumwolle reicht hinten und vorne nicht, um den weltweiten Textilfaserbedarf eben entsprechend zu decken. Man könnte also niemals mit Bio-Baumwolle die konventionell angepflanzte Baumwolle ersetzen. Das geht einfach nicht. So, und deswegen kommen jetzt alternative Fasern ins Spiel, die einen erheblich geringeren Ressourceneinsatz als konventionelle Baumwolle haben. Damit kann man auch generell den gesamten Weltressourcenverbrauch deutlich reduzieren. Denn Textilien, Klamotten ist echt was beim Ressourcenverbrauch der Welt jetzt vielleicht nicht die größte Rolle spielt, aber durchaus eine nennenswerte. Insbesondere wenn man weiblich ist. ist das wirklich ein nicht zu vernachlässigender Faktor. So, Alternativen sind neben diversen Naturfasern, die bei uns auch wachsen, wie theoretisch Hanf, Lein, um mal die beiden einfach zu nehmen, mir fällt gerade spontan keine dritte ein. Man kann auch Hopfen, kann man auch theoretisch Fasern draus machen. Kann man aus sehr vielen Pflanzenmaterial Fasern machen. Leider sind die alle scheiße unbequem und fühlt sich auf der Haut keinesfalls kuschelig weich an, sondern eher, naja, geht so. Ne? Und das macht die Sache etwas schwierig. Und deswegen hat sich das auch bisher nicht mal im Ansatz durchgesetzt. So, dann tierische Fasern, haben wir schon gesagt, ist vom Ressourcenverbrauch her kacke. Da ist Seide sogar noch ein bisschen besser als reguläre Wolle, weil eine Raupe braucht nicht viel, eine Seidenraupe. Wenn man das also entsprechend züchtet und die mit einem Minimum von Nahrung hochzüchtet, dann kommt man sogar noch einigermaßen an Seide dran. Aber auch da ist das Produktionsvolumen nicht mal im Ansatz ausreichend, um ab sofort nur noch in Seidenklamotten rumzulaufen, zumal die einfach keine sehr festen Stoffe ergibt. So. Das heißt, das ist alles nicht so wirklich eine Lösung. Jetzt muss man nach Alternativen suchen. Na klar kann man Textilien aus Kunststoff herstellen. Erschreckenderweise sind Kunststofftextilien viel besser, als man denkt, von der Ökobilanz her. Weil, wenn du mit einkalkulierst, dass die tatsächlich am Ende ihrer Nutzungsdauer mal recycelt werden, dann geht's. Dann ist gar nicht so schlimm. Weil das Schlimme und das Gute zugleich bei Plastik ist, das hält ewig. Das hält ewig, wenn du es irgendwo in die Natur wirfst, dann wird es nie verschwinden. Das hält aber auch ewig, wenn du es nicht in die Natur wirfst und es wird auch nie verschwinden. Und deswegen hat man schon sehr lange was davon, wenn man tatsächlich mit einem Plastik-T-Shirt durch die Landschaft rennt. Eigentlich. Ob man das will, ethisch, moralisch, ja, und vom Wohlfühlfaktor her, das ist ein ganz anderer Punkt. Das hat aber mit den reinen Fakten, die man irgendwie berechnen und anschauen kann, nichts zu tun. Das ist eine emotionale Geschichte. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden, inwiefern er sich unwohl fühlt, wenn er mit einem Plastik-T-Shirt rumrennt. Mir persönlich macht das überhaupt nichts aus. Aber wie gesagt, das kann ich verstehen, beziehungsweise kann ich akzeptieren, wenn es da Leute gibt, die das ganz anders sehen. Beim Plastik-T-Shirt muss man sagen, wenn wir es recyceln am Ende seiner Nutzungsdauer, dann ist es ganz okay. Wenn wir das nicht tun und es aus neuen erdölbasierten Kunststoffen quasi jedes Mal herstellen, um es dann wegzuschmeißen, das liegt irgendwo rum bis in alle Ewigkeit, dann ist das natürlich überhaupt nicht toll. Und dann ist das selbstverständlich sehr, sehr scheiße. Und da es jetzt darum geht, neue Textilien herzustellen und nicht unbedingt so sehr darum, was machen wir mit den alten,
ist Kunststoff sicherlich nicht so wirklich eine tolle Idee. Ne? Außer man macht ihn aus recyceltem Kunststoff. Dann ist er wieder ökotechnisch ganz in Ordnung. Ja? Gut, also eine Alternative muss her. Und ich finde, es sollte vielleicht sogar eine Alternative sein, im Idealfall, und die haben wir ja jetzt gefunden, um mal das Fazit vorwegzunehmen, mit der man auch als Naturfreund gut leben kann und auch ethisch, moralisch, emotional gut damit rumlaufen kann. Ja? Also ein Nicht-Plastik-T-Shirt. Um mal ein kleines bisschen in die Chemie abzutauchen von der Herstellung von Fasern. Damit musste ich mich zwangsläufig auch mal ein bisschen im Studium auseinandersetzen. Ich habe es wieder vergessen, aber das, was noch da ist, reicht hoffentlich. So, nämlich, wenn wir Fasern herstellen möchten, dann ist ein praktischer Prozess die Polymerisierung. Sämtliche Fasern, die wir so finden, auch die Kunststofffasern, sind Polymere. Das bedeutet, wir haben ein Molekül, ein Baustein, und den haben wir immer und immer und immer und immer wieder ganz oft hintereinander in einer langen, langen, langen Kette, was dann irgendwann eine lange, lange Reihe von Molekülchen hintereinander geschaltet ergibt. Und das sieht nicht nur zu Unrecht, nicht zu Unrecht aus wie ein Faden, denn das ist es im Prinzip. Und wenn wir von diesen ganz, ganz super, super, super dünnen Molekularfäden, wenn man sie so nennen möchte, ein paar miteinander verbinden bzw. zusammenklatschen, dann kriegen wir irgendwann einen Faden, der so dick wird, dass man ihn mit bloßem Auge dann auch sehen kann. Und dann spielt er plötzlich auch eine Rolle als Garn. Und aus Garn kann man bekanntlich Dinge nähen. So, und das kannst du jetzt einerseits aus synthetischen bzw. künstlich erschaffenen, aus Erdöl basierenden, die letztendlich auch dann biologisch sind, weil Erdöl letztendlich auch biologisch ist, aber egal, jedenfalls auf künstlichen, im Labor hergestellten Polymeren kann so ein Faden basieren. Oder, und da ist man ja gerade sehr fleißig am Forschen, das ist natürlich selbstverständlich auch relativ revolutionär, kann sowas auch funktionieren, wenn man eben natürliche Polymere nimmt, die so natürlich in der Natur hergestellt worden sind. Und wir machen uns jetzt diese Herstellung in der Natur einfach zunutze, indem wir sie aus der Natur rausholen und für unsere Klamotten einfach verwenden. Gut, bisher war das Problem, dass dieses Rausholen aus der Natur sozusagen nur mit großem Mittel- und Chemikalieneinsatz und Energieeinsatz eben entsprechend möglich war. Und dann reden wir hier von der Viskose. Die Viskose ist eben dieser Stoff aus Holz, wenn man so will, den es bisher schon lange gab, der aber halt eben diese vielen Chemikalien erfordert. So, und unser Lyocell, unser neues Zeug, erfordert halt nicht mehr viele Chemikalien, genau genommen fast gar keine, und die können außerdem noch zu 98, irgendwas Prozent recycelt werden und sind ohnehin nicht gesundheits- bzw. nicht umweltschädlich. Für die menschliche Gesundheit wären sie schon schädlich, aber solange du da einigermaßen aufpasst, was du tust und vernünftige Schutzkleidung trägst und eine Atemmaske und so weiter und so fort, dann passiert auch nichts. Ne? Und das ist halt das Revolutionäre, vor allen Dingen. Vor allen Dingen das. Und die feinere und angenehmer zu tragende Struktur von Lyocell gegenüber Viskose, das eher an so einen groben Küchenlumpen irgendwie erinnert. So in den meisten Anwendungen. Das lässt sich vielleicht auch noch ein bisschen feiner herstellen, aber ja. Ne? Also wenn du beides in den Wald schmeißt, Lyocell oder Viskose, es ist im Grunde vollkommen Wurst für die Kompostierbarkeit, weil beides verrottet tatsächlich, wenn du es im Wald auf den Boden wirfst. Langsam, aber tut es. Was heißt langsam? In ein paar Monaten ist alles weg. Also so langsam dann auch wieder nicht. Also nach einem Jahr siehst du da wirklich nichts mehr von. Man sollte also ein Viskose- oder Lyocell-T-Shirt nicht im Wald liegen lassen, sonst verrottet es. Ganz natürlich. Das gleiche gilt übrigens auch für Baumwolle, die würde auch verrotten. Natürlich ist ja logischerweise auch eine reine Pflanzenfaser, die man ja direkt von der Pflanze gewonnen hat. Das ist nochmal ein bisschen direktere Nutzung der Pflanzenphase. Ja? Wenn du sie erst aus dem Holz extrahieren musst, ist das natürlich indirekter. Aber das gleiche Prinzip findet bei sämtlichen dieser Pflanzenfasern, die alle auf Zellulose basieren, weil alles pflanzliche Baumaterial, alles pflanzliche Material, was wir überhaupt nutzen können, basiert letztendlich auf Zellulose. Das ist der Baustein, mit dem Pflanzen ihr Material, ihre Körpersubstanz, wenn man so will, aufbauen. Und daher ist es im Grunde auch sehr ähnlich, auf Molekularebene zumindest, woraus Baumwolle besteht, Zellulose, woraus Lyocell besteht, Zellulose, woraus Viskose besteht, Zellulose, nur Wolle. Wolle besteht nicht aus Zellulose, weil die ist ja tierisch und die Tiere arbeiten nicht mit Zellulose. Ja? Auch Pilze übrigens nicht, die arbeiten mit Chitin. So, unter anderem. Das also kurz zur Chemie dahinter und
wie gesagt, im Vergleich zu Viskose ist Lyocell jetzt das Zeug, das einfach viel weniger Chemikalien braucht und damit einfach viel umweltverträglicher ist. Hammer soweit. Gut, was ist denn jetzt dieses berühmte Lösungsmittel, das man da braucht, um Lyocell herzustellen? Das nennt sich, nur um es mal genannt zu haben, Methylmorpholin-N-Oxid. Genau. Also N-Methylmorpholin-N-Oxid. Ha. So. Also irgendwas mit zweimal Stickstoff und einem Oxid hinten dran. ich habe das Ding mal gegoogelt, spaßeshalber. Und da findet man auch tatsächlich ein paar Einträge zu. Und es ist halt leicht reizend, die Atemwege reizend und in den Augen ätzend. Und das war es aber auch, was du an Gefahrenhinweisen zu diesem Stoff finden kannst. Und den haben sie hoffentlich gut untersucht. Und ja, ne, also ist das wirklich vergleichsweise harmlos. Und um nochmal zu betonen, das kann auch nach jedem Herstellungsprozess zu 98%, oder sogar zu 99%, wieder recycelt werden und für den nächsten Herstellungsprozess wieder verwendet werden. Also was letztendlich wirklich verbraucht wird an dem Kram, ist super, super gering. Und das reduziert halt den Ressourcenverbrauch auf ein Minimum. Ne? Und dann haben sie gerade bei Galileo gesagt, das habe ich jetzt einfach mal übernommen, weil ich kann mir das gut vorstellen, dass das stimmen mag. Ich kann es aber jetzt auch nicht direkt selber ausrechnen. Dieses tolle Zeug hier, diese Herstellung von dem Lyocell, braucht 1000 Liter weniger Wasser pro T-Shirt, wohlgemerkt, pro T-Shirt, als bei einem konventionellen Baumwoll-T-Shirt. Dann brauchst du 150 Milliliter, das ist auch verdammt viel weniger Pestizide, pro T-Shirt. Das ist wirklich verdammt viel. Das kann man sich fast schon nicht vorstellen, dass das so viel sein soll. Und du hast 75% weniger CO2-Emissionen pro T-Shirt. Ich weiß leider nicht, das habe ich einfach nicht recherchieren können, ob diese 75% geringere CO2-Emission mit oder ohne Transport der Baumwolle aus sonst wo nach Deutschland gerechnet ist. Weil wenn sie den Transport noch nicht drin haben, dann ist sicherlich die Ökobilanz von Lyocell noch mal besser, weil Lyocell überall auf der Welt, wo es Holz gibt, hergestellt werden kann, also dezentral, und man sich diese riesigen Transportwege dann einfach sparen könnte. Im Fall von dieser bei Galileo genannten T-Shirt-Fabrikation, da diesen Wild-Menschen mit ihren Wood-Shirts, die produzieren in Portugal, glaube ich, oder war es Spanien? Nee, ich glaube, es war Portugal. Und hergestellt wird die Faser in Österreich. Zwangsläufig. Also sämtliche Faser, die man in Europa bekommen kann, wird in Österreich hergestellt. Es gibt da momentan europaweit irgendwo halt noch eine, aber im Wesentlichen diese eine Fabrik. Ne? So. Das heißt, die Transportwege sind vergleichsweise kurz für T-Shirts, gemessen an dem, was normalerweise, wo das T-Shirt normalerweise herkommt. Beziehungsweise die Baumwolle kommt aus, meinetwegen, Afrika, dann wird es nach Indien, nee, Indien ist zu teuer, nach Kisua Sinsdingstatan, irgendein Land, das man noch nie gehört hat, gefahren, wo man dann die billigsten Näherinnen überhaupt findet, und da wird es dann hergestellt und dann wird es wieder zurück, vermutlich erstmal noch über China, nach Deutschland gebracht. Ja? Das heißt, diese Transportwege sind ein Riesenproblem und sind ein wesentlicher und fast schon elementarer Anteil an der Ökobilanz von einem konventionellen, günstigen T-Shirt, was man zum Beispiel bei Kick oder sonst wo kaufen kann. Und ja, das ist scheiße. Das ist schlicht und ergreifend scheiße. Und Lyocell kannst du halt überall vor Ort herstellen, kannst es dann vor Ort direkt theoretisch auch wirklich nähen lassen. Gut, das kann in Deutschland kein Mensch bezahlen, das kauft dir dann kein Mensch. Was kosten denn diese Dinger, die sie da in Portugal machen lassen? Ich glaube, da bist du bei etwa 30 Euro für ein einfaches T-Shirt, und bedruckt sind sie etwas teurer, und Pullover sind dann irgendwas um die 80, irgendwie sowas. Aber das ist derzeit sowieso nichts verfügbar. Ja? Ihr könnt es gerne googeln, ihr könnt mal gucken, ob ihr da in eurer Größe, weiß ich jetzt nicht, S oder XXXL habt, werden die eh nichts mehr in eurer Größe haben. Manche gibt es vielleicht noch in M, aber ansonsten keine Chance. Jedenfalls ich mit XL habe da keine Chance, da noch irgendwas zu finden, was mir passt. Weshalb ich jetzt auch gerne zum VD-Shirt gegriffen habe, aber grundsätzlich hätte ich auch ganz gerne von den anderen da eins genommen, zumal die billiger sind. Muss man ganz ehrlich sagen, für ein einfaches T-Shirt, das jetzt keine besonderen Funktionen hat, sind die Dinger da bei diesem Wildgedönse tatsächlich billiger. So, das war jedenfalls die Sache, was da Galileo über die Ressourcen sagt. Den Rest habe ich gerade erzählt.
Man könnte übrigens auch noch Lyocell einfach noch etwas kostengünstiger herstellen, wenn man es noch mehr durchindustrialisieren würde, beziehungsweise es einfach noch mehr Fabriken für das Zeug gäbe, beziehungsweise die vorhandenen Fabriken noch etwas größer wären. Das heißt, der Stoff selber mag momentan noch ein bisschen teuer sein, ein bisschen, aber nicht sehr. Das ist sicherlich einfach ein Faktor der Mengen. Ne? Das ist ja bei BWL immer so, je mehr du von was herstellst, desto billiger wird es. Deswegen kriegst der Chinese auch meistens recht günstig, weil der gleich 8 Milliarden Stück von dem, was auch immer er herstellen möchte, herstellt oder ordert oder sonst wie. Und diese T-Shirts sind halt immer momentan noch in nur sehr geringen Stückzahlen vorhanden. Und es müssen ja nicht zwingend T-Shirts sein. Es gehen auch Hosen, es gehen auch Jacken, Pullover, also sämtliche Unterbekleidung. Was nicht mehr geht, ist eine wasserdichte Jacke, Funktionsjacke, irgendwie sowas in der Richtung. Oder das geht dann nicht mehr. Ja, aber alle anderen Klamotten könnte man theoretisch aus diesem Lyocell zumindest anteilig herstellen. Ich habe leider nirgendwo rausgefunden, warum man Lyocell nicht als Reinfaser verwendet. Gut, ist jetzt auch nicht dramatisch, ne? Aber ist so. So. Ja, wie gesagt, angeblich soll das auch noch langlebiger als Baumwolle sein. Und die Tatsache mit der biologischen Abbaubarkeit, das hatte ich auch schon erwähnt, wenn du es in den Wald schmeißt, wird es einfach verrotten. Das dauert im krassesten Fall, glaube ich, 8 Wochen, bis es hundertprozentig weg ist. Und, oder waren es 10 Wochen? Ich glaube, bis 10 Wochen, bis es hundertprozentig weg ist. Ja, völlig Wurst. Also das sind wirklich Zeiträume. Das ist in keinster Weise zu vergleichen mit Kunststoff, der bleibt 100.000 Jahre oder sonst was liegen. So gesehen brauchen wir uns da wirklich überhaupt nicht weiter mit beschäftigen. Das ist toll. Und es entstehen beim Verrottungsprozess auch keinerlei giftige Reststoffe oder sonst irgendwie. Das fertige Lyocell-Produkt, auch wenn die für die Herstellung gewisse Chemikalien als Lösungsmittel, nur als Lösungsmittel, ja sonst für nichts, erforderlich sind, ist das fertige Produkt wirklich reine 100%ige Zellulosefaser. Und die ist absolut biologisch abbaubar. Gut, jetzt Thema Holz. Ich bin noch ein bisschen weiter weg vom roten Faden als sonst, was einfach daran liegt, dass ich mich erst noch ans Wiederhiersein aus Grönland und so weiter gewöhnen muss. Da müsst ihr ein bisschen Geduld mit mir haben. Das wird dann auch irgendwann wieder etwas strukturierter. Das ist das erste nennenswerte Video, seit ich aus Grönland wieder da bin. Ne? So. Zum Holz. Ich habe mal eine Pro- und Kontraliste erstellt. Ich habe 4 Pro-Punkte und 2 Kontrapunkte. Die 2 Kontrapunkte mögen teilweise vielleicht eventuell so schlimm sein, dass sie die Pro-Punkte zu einem gewissen Teil wieder aufheben. Die Pro-Punkte sind aber schon auch sehr pro. Man muss also gucken, in welcher Art und Weise man jetzt damit arbeitet und was man da jetzt macht und wie man das macht. Und das ist alles nicht so einfach und wird sich im Laufe der Zeit zeigen müssen. Aber Potenzial hätte jetzt dieses Holzshirt schon, um ein unglaublich tolles Dingens zu sein, was ich eigentlich nur vorbehaltlos empfehlen kann. Zumindest im Vergleich zu den noch beschisseneren Sachen wie konventioneller Baumwolle, tatsächlich auch zu Wolle, ja, ganz ehrlich. Auch zur Merino-Wolle eigentlich. Und natürlich gegenüber Kunstfaser, ja. Gut, aber jetzt Vorteile zum Holz. Die nehmen Buchenholz. Buchenholz ist deswegen jetzt ein toller Vorteil, weil wir wollen ja Waldumbau machen. Ja? Hier in dem Mischwald, in dem ich hocke, ist es jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Da können wir jetzt sehen, wir haben da hin und wieder so mal ein paar dünne Stämmchen rumstehen. Und wenn man jetzt einzelne große und dicke Stämme haben möchte, dann muss man auch immer mal wieder so ein paar dünne Stämmchen dazwischen haben, um die quasi zu pflegen aus waldbauerischer Sicht. Diese dünnen Stämmchen fallen dann auch irgendwann an und sind normalerweise von ihrer Qualität her, von der Holzqualität her, nicht so, dass du daraus nennenswertes Nutzholz machen kannst. Nutzholz bedeutet irgendeine langfristige Nutzungsperspektive. Möbel, Bauholz, selbst Paletten sind ja eine gewisse Weile im Umsatz und sind eine gewisse Weile Nutzholz. Ja? Oder super hochwertiges Papier. Auch dafür nimmt man nicht die aller miesesten Holzqualitäten im Regelfall. Zumindest nicht für das super hochwertige Papier. Woraus man dann ein tolles Buch druckt oder sowas. Auch sowas ist ja dann lange aus dem Nutzungskreislauf rausgenommen. Es sei denn, irgendjemand gehört zu den Menschen, die Bücher wegwerfen. Frevel. Ja, außer man ist in sehr seltenen, krassen Sondersituationen, wo man dann wirklich mal uralte Schinken, die man geerbt hat oder was, dann mal loswerden möchte. Aber gut, ja, grundsätzlich Bücher wegwerfen, sicherlich nichts, was irgendjemand von uns gerne tut. Hoffe ich. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, dass ihr gerne Bücher wegwerft, dann mag ich euch nicht mehr. So,
Der springende Punkt ist, bisher gibt es keine wirklich gute wirtschaftliche, dauerhafte Verwendung für Holz dieser Zwischennutzungsstufe. Ja? Das ist im Regelfall eigentlich fast immer Brennholz oder man macht bestenfalls noch Spanplatte draus. An Spanplatte ist nichts auszusetzen, das ist ja auch eine dauerhafte Verwendung, insbesondere wenn sie nicht in einem IKEA-Regal landet, die im Regelfall eine eher kürzere Nutzungszeit haben, sondern in irgendeinem etwas hochwertigeren Produkt, wo man trotzdem auch mal Spanplatte verwenden kann. Man kann mit Spanplatte ja auch bauen oder sie als Dämmspanplatte verwenden, um irgendwelche Gebäudedämmung zu machen. Das wäre auch wieder gut, um die Energiekosten eines Hauses zu senken und so weiter. Ja? Also es gibt Möglichkeiten. Aber das Portfolio der langfristigen Nutzungsmöglichkeiten für so ein Zwischennutzungsholz ist doch immer noch relativ kurz. Wenn wir die Möglichkeiten, wofür man so ein Holz nutzen kann, noch auf Kleidung erweitern könnte, dann kann das nur gut sein. Ja? Denn im Idealfall ist Kleidung auch eine ganze Weile im Umlauf, gerade wenn es hochwertige Kleidung ist, langlebige Kleidung, die sie ja angeblich sein soll. Und dann ist durchaus anzunehmen, dass so ein T-Shirt dann wirklich eine ganze Weile hält. Bei mir hält so ein T-Shirt durchschnittlich etwa 15 Jahre, also ein normales T-Shirt durchschnittlich etwa 15 Jahre. Oder ein bisschen länger. Ich trage die wirklich, bis sie auseinanderfallen. Und das ist wirklich nicht übel. In Anbetracht dessen, dass die eine große alternative Nutzung für solche Zwischennutzungsbäume in Brennholz liegt. Ja? Und Brennholz mag auch sinnvoll sein, das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber ist halt nur eine sehr kurzfristige Nutzung und damit ist das CO2 dann auch schon wieder in der Atmosphäre. Wenn wir uns also jetzt ums Thema CO2-Speicherung durch Wälder Gedanken machen wollen, müssen wir nicht, aber können wir, machen wir jetzt an dieser Stelle, weil ich hier derjenige bin, der eben hier labert und deswegen es meine Entscheidung ist, dann ist eine stoffliche Nutzung, eine energetische Nutzung immer vorzuziehen, insbesondere wenn es sich bei der stofflichen Nutzung um eine umso langfristiger, desto besser Nutzung handelt. Ja? Und ein T-Shirt oder ein Pullover oder irgendwas, welches Kleidungsstück auch immer, von mir aus auch eine jeansartige Hose, ist sicherlich positiv. So, zweiter Pluspunkt. Es können auch miese Qualitäten von Holz genutzt werden. Bisher war eine miese Qualität, so ein Zwischennutzungsholz krumm und schief, eigentlich immer automatisch Brennholz. Ja? Das reicht teilweise dann nicht mal mehr für die Papierherstellung oder für Spanplatte oder für sonst was. Und für die Fasern, die wir hier brauchen, beziehungsweise diesen Prozess, um Lyocell herzustellen, ist die Holzqualität wohl wirklich völlig wurscht, nachdem ich das mitbekommen habe. Da kannst du also richtig miese, krumme und schiefe, kleine, dünne Stämmchen eben zusammen in die Palpe schmeißen. Das wird übrigens so hergestellt, das muss ich auch noch erwähnen, dass man einfach das Holz klein fasert, zerkleinert, klein macht, dann gibt es so einen Holzbrei. Aus diesem Holzbrei setzt sich dann die Zellulose irgendwann ab. Das kennt jeder, der schon mal Papier hergestellt hat, selber, also selber gesiebt. Das musst du quasi wirklich nur in Wasser auflösen, bis es halt dann irgendwann so eine breiige Konsistenz gibt, wenn man es vorher schön fein gerieben hat. Und diesen breiigen Kram, da setzt sich dann die Zellulose zumindest teilweise draus ab. Und jetzt brauchen wir dieses eine organische Lösungsmittel, dieses, Moment, wie heißt es? N-Methylmorpholin-N-Oxid, um dann mit Druck und Temperatur da in irgendeiner Form die reine Zellulosefaser auszuscheiden. Wie das exakt funktioniert, verrät niemand. Ja, das habe ich nicht recherchieren können, weil das ist wohl Betriebsgeheimnis. Aber das war es im Wesentlichen. Ja. Und dafür ist es völlig Wurst, wie kacke das Holz eigentlich ist. Und das spielt auch vor allem dann eine Rolle, wenn man einen ökologisch sehr wertvollen Wald haben möchte, mit vielen Laubbaumarten, die da irgendwie noch zusätzlich zwischendrin stehen, die oft keine andere stoffliche Verwendung zulassen, beziehungsweise überhaupt keine stoffliche Verwendung zulassen und automatisch Brennholz sind und mit dieser entsprechenden Lyocellgewinnung könnte man sie dann eben doch auch stofflich nutzen. Das heißt, eine zusätzliche Möglichkeit zur stofflichen Verwertung von Holz, das sonst Brennholz wäre, kommt hinzu. So. und dritter Punkt, wenn man solche Nebenprodukte wie solche kleinen krummen Bäumchen überhaupt jetzt erstmal wirtschaftlich nutzen kann, dann wird eine Forstwirtschaft, die mehr solche Nebennutzungsbäumchen produziert, wirtschaftlich viel attraktiver. Ja, bisher ist es nämlich so, dass du im Prinzip nur mit den Hauptbäumen dein Geld verdienst und der ganze andere Kladderadatsch, der da drumherum steht, bestenfalls trägt er die Kosten der Aufbereitung. Ja, bestenfalls. Aber verdienen tut man damit eigentlich nichts.
Und da ist jetzt der Punkt, wenn es jetzt lukrativer wird, eine ökologischere Forstwirtschaft zu betreiben, mit mehr dienenden Baumarten, mit mehr Beilaubholz und nur wenigen Einzelstämmen, die man dann für Holzbretter, Stämme, Balken, das wollte ich sagen, eben entsprechend verwenden kann, dann wird es einfach wirtschaftlich lukrativer, vom Fichtenacker wegzukommen. Das haben sowieso inzwischen hoffentlich alle begriffen, aber von der reinen Monokultur mit nur Nutzholzstämmen hin zu einer Waldnutzung mit vielen gar nicht auf Nutzholz erzogenen, krüppeligeren Stämmen zu kommen, wo man dann auch leichter entscheiden kann, okay, den lasse ich jetzt mal stehen, den nehme ich jetzt mal mit, und wo es im Grunde Wurst ist, wie die Stämme aussehen, weil sie bei jeder beliebigen Qualität genutzt werden können. Das erhöht generell einfach die Wertgenerierung aus einem Nicht-Hochnutzungswald, der exakt schöne Reihen aufweist, mit exakt genau im richtigen Abstand angepassten Bäumen und so weiter. Ja, ich hoffe, das ist verstanden, wie ich das meine. Und ich hatte schon gesagt, das wäre der vierte Punkt, das hatte ich irgendwo schon einfließen lassen, eine stoffliche Nutzung ist immer besser als eine energetische Nutzung, weil sie als Kohlenstoffsenke natürlich viel langfristiger wirkt. Der Kohlenstoff ist dann 15, 20 Jahre im Idealfall aus der Nutzung raus, oder von mir ist auch nur 10, aber das ist auch immerhin mal ein Vorteil. Und nicht nur ganz kurz, bis er halt wieder verheizt wird. Ja? 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre könnten durchaus entscheidend sein, um zum Beispiel die Zeit bis zum sehr spät stattfindenden Kohleausstieg, den wir uns da ja ganz großartig, okay, das ist jetzt Politik, verordnet haben, zu überbrücken. Ja, das nur so am Rande angemerkt. Gut, jetzt kommen wir aber zu den beiden Nachteilen. Nämlich, wenn man jetzt solche Zwischennutzungsbäume tatsächlich auch nutzt, bringt das Geld, ja, und es ist ein leicht verfügbarer, zusätzlich zur Verfügung stehender Rohstoff, den man einfach nutzen kann, weil er da ist, ja, ohne dass das jetzt großartig wehtut, würde man denken, aber das Problem ist ja, dass jede Nutzung von natürlichen Ressourcen auch immer einen Nährstoffexport aus dem Wald darstellt, denn Holz besteht ja nicht nur aus CO2, Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, vor allen Dingen Kohlenstoff und Stickstoff, sondern da sind auch noch die seltenen Sachen drin, die Nährstoffe, die eigentlich der Waldboden braucht, um weiterhin ein fruchtbarer Waldboden zu sein. Die stecken im Regelfall nur ganz, 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 ganz wenig im Holz, sondern vielmehr in der Rinde und vor allen Dingen dann an den Ästen hängen sie dran, wenn die Äste proportional zu ihrer Gesamtmasse viel mehr Rinde enthalten. Ja? Also ein dünnes Ästelchen mit so wenig Holz mittendrin und trotzdem so einer Rinde überall außen rum hat natürlich viel mehr Rinde anteilig zur Holzmasse als der ganze Stamm. Ja, der Stamm besteht aus 90% Holz und 10% Rinde. Ein entsprechend dünner Ast, der mag aus 20-30% Rinde und nur 70% Holz bestehen oder sogar noch schlimmer, nur 50-50 oder irgendwie sowas. Und deswegen wäre es wichtig, dass man vor allen Dingen bei einer solchen Holznutzung, wie sie uns jetzt vorstrebt, um halt möglichst die Nährstoffe im Wald zu halten, immer nur die dicken Stämme nutzt, weil die am wenigsten Nährstoffexport aus dem Waldökosystem heraus darstellen. Nutzen wir jetzt die dünnen Stämme auch noch, dann haben wir erheblich mehr Nährstoffexport. Haben wir jetzt ein technisches Verfahren, auch die allerdünnsten Stämmchen noch wirtschaftlich zu nutzen, und wir haben auch die Nachfrage nach diesen dünnen Stämmchen, weil diese T-Shirts super, super toll ankommen, nur mal theoretisch, dann haben wir ein Problem, weil dann geht es darum, willst du die Nährstoffe im Wald lassen, damit der Wald weiterhin gedeiht und wächst, oder willst du den Nährstoffexport in Kauf nehmen, dafür, dass du T-Shirts produzieren kannst. Das ist dann eben die große Frage. Und zweiter Punkt ist auch der Totholz-Faktor. Ja? Wenn ihr mich nicht erst seit einer Woche bei mir zuguckt, habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass Totholz gut für den Wald ist. So. Denn da können halt sämtliche Totholzinsekten drin wohnen, da können Pilze drin wohnen, da können Vögel drin wohnen, da kann so ziemlich jeder drin wohnen. Für die Tiere des Waldes, wirklich primär für die Tiere und vor allen Dingen auch für die Pilzfauna, Flora, wie man das jetzt auch immer nennen möchte, Pilze sind ja irgendwas dazwischen, ist es auch entscheidend, dass genügend totes Holz im Wald rumliegt. Das haben auch alle begriffen und es gibt auch in jedem Bundesland entsprechend irgendwelche Alt- und Totholzkonzepte, dass man die Menge an Alt- und Totholz steigern möchte. So.
Bisher ist es so, dass es bei einem alten, knorrigen Baum, der quasi im Sägewerk nichts wert wäre und nur als Brennholz durchgehen würde, nicht wehtut, diesen dann, da läuft jemand durch den Wald, interessant, diesen Baum dann einfach stehen zu lassen. Ja? Weil es tut wirtschaftlich nicht weh. Hat man aber eine effiziente Möglichkeit, den Baum dann doch noch wirtschaftlich zu nutzen, dann tut es wirtschaftlich sehr wohl weh. Und da muss man dann eben als Gesellschaft, vor allen Dingen als Gesellschaft, bereit sein zu akzeptieren, dass entweder der Wald irgendwann gedüngt werden muss, weil wir dauernd Nährstoffe exportieren, oder wir noch eine Alternative zu Holznutzung, zur T-Shirt-Herstellung finden müssen, weil man nicht beliebig viel Holz zur T-Shirt-Herstellung eben entsprechend nutzen kann. Das macht die Sache schwierig und es kommt, wie bei so vielen im Wald, letztendlich darauf an, das richtige Verhältnis aus Nützen, Schützen, also aus Nützen und Nichtstun eigentlich letztendlich, sich selbst überlassen, die Natur einfach machen lassen, zu finden. Und das wird auch mit Sicherheit eben bei diesen Holz-T-Shirts der Fall sein. Aber fürs Erste, ja, bei der momentanen Lage der Holznutzung und insbesondere, wenn wir unsere T-Shirts, die aus Lyocell sind, aus verantwortungsvollen Quellen kaufen, also VD ist definitiv ein Hersteller, da kann man bedenkenlos, was die Ökobilanz und Ähnliches angeht, bedenkenlos einkaufen. Die achten sehr, sehr, sehr stark auf Nachhaltigkeit, kostet sie auch einen Haufen Geld und das Image ist vielleicht noch nicht bei jedem angekommen, dass man, wenn man VD kauft, vielleicht ist nicht das tollste Produkt überhaupt kauft, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob die jetzt wirklich die besten Produkte herstellen. Aber sie sind sicherlich mit die nachhaltigsten. Und vielleicht mag das eine Rolle spielen. Aber das muss jeder dann letztendlich selber wissen. Oder eben man kauft tatsächlich bei diesen Wild-Jungs da, die da in dieser Galileo-Reportage entsprechend zu sehen gewesen sind. Weil nachhaltig ist das, was die produzieren da auch. Zumal sie auch garantieren, dass sie nur FSC oder PEFC zertifiziertes Holz für ihre T-Shirts eben entsprechend verwenden. Die Zertifikate, die Holz als nachhaltiges Holz ausweisen, die sind nicht perfekt. Aber es ist momentan das Beste, was wir haben. Und ja, besser kann man es eigentlich derzeit noch nicht machen, wenn man ein bezahlbares Produkt herstellen will. Ja? Würde man nur super ultra nachhaltiges Holz mit 6000 Herkunftshinweisen und Nachweisen und so weiter und so fort verwenden, dann wäre der Produktpreis halt ganz schnell nochmal deutlich höher. Und wenn das keiner kauft, dann hilft es auch niemandem. Ja? Ein nachhaltiges Produkt, das so teuer ist, dass keiner haben will, macht den Planeten nicht besser. Wirklich nicht. Und deswegen halte ich es für einen sehr guten Kompromiss, dass wir sagen, wir nehmen zertifiziertes Holz aus Europa, wohlgemerkt, es muss aus Europa sein. Das ist auch wieder einfach, um die Herstellungskosten, Ökokosten, gering zu halten, weil wenn du das Zeug aus China erst einführen musst, dann hast du wieder einen unendlich weiten Weg, den Holz transportiert werden muss. Gerade bei einem Rohstoff, der sehr schwer ist, kostet das ohne Ende Ressourcen, das Zeug von China hierher zu schaffen. Und deswegen ist es eigentlich genau richtig, wie die das machen. Und jetzt kann man entweder bei denen einkaufen oder vielleicht bei VD oder vielleicht kennt man noch irgendeinen anderen Hersteller, wo man Lyocell-T-Shirts überhaupt bekommt. So viele gibt es noch nicht. Ich musste wirklich eine Weile suchen. Aber da spricht aktuell wirklich nichts dagegen. Und Tragekomfort ist also wirklich tippitoppi. Schweiß, Weiterleitung super, Atmungsaktivität ganz toll. Das ist alles mit Merino-Wolle absolut zu vergleichen. Also wer Merino-Wolle mag und kennt und mag oder noch nicht kennt und mal ausprobieren möchte, aber keine Merino-Wolle tragen will, für den wäre Lyocell jetzt durchaus meine Option. Ne? Das gibt es, wie gesagt, auch mit Baumwolle gemischt, das gibt es mit Kunstfaser gemischt, das gibt es mit Wolle gemischt, das habe ich ja an. Und das sind so die Optionen. Und bevor ich jetzt noch weiter labere, machen wir an dieser Stelle Schluss, weil das ist, glaube ich, im Wesentlichen alles. Und dann habe ich mich dazu geäußert und das hat mir Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich jetzt wieder einigermaßen am Video produzieren bin. Also reguläre. Ich habe in Grönland ja auch, aber das ist anders. Was in Grönland passiert, ist immer anders. Macht's gut.